Herzlich willkommen bei Eshas Tarot. Liebe Zwillinge, ich möchte einmal für euch schauen, was die nächste Kalenderwoche energetisch für euch bereithält. So, die Karte ist mit dem Bild nach oben gefallen, die mit dem Bild nach unten, die geht wieder weg. Falschheit. Okay, Zwillinge, Kalenderwoche 18 beginnt am 1. und endet am 7. Mai. So, da habe ich die Karten kurz mal aus dem Konzept gebracht, weil sie so sehr gefallen sind. Bei solchen Karten wie die Falschheit, der Feind, der Tod, Krankheit und so, dürft ihr nicht erschrecken, ne? In der Regel stehen sie für etwas Übertragenes. Der Tod ist häufig auch eine sehr positive Karte, ne? Auch wenn sie im ersten Moment gruselig erscheinen und man mit den Wörtern und mit den Kartenbildern erstmal sehr negative Dinge assoziiert. Okay, das ist hier sehr, sehr interessant. Wir haben hier, wie gesagt, die Falschheit. Hier war jemand falsch. Hier hat sich jemand so präsentiert oder anders präsentiert, als er es in Wirklichkeit war. So, mit dem Narren habt ihr eine Karte, die sagt, ja, ein bisschen seid ihr auch selber schuld, weil ihr drauf reingefallen seid, ne? Der Narr ist im Grunde genommen, es geht hier nicht um Schuld, ne? Aber es geht hier darum, wie bin ich auf diese Falschheit reingefallen, ne? Der Narr ist eine Karte, die immer sehr viel Spontanität, aber auch sehr viel Naivität mit reinbringt, ne? Der Narr vermutet einfach nichts Böses, geht in die Welt hinaus, vertraut jedem, alles wird sich schon irgendwie richten, alles wird irgendwie super sein, ne? Und ich glaube tatsächlich, hier geht es auch um eine Erfahrung, die du vielleicht mit einem Menschen gemacht hast. Vielleicht ist dir das erste Mal so ein Mensch mit zwei Gesichtern über den Weg gelaufen und du hättest gar nicht erwartet, dass es einen Menschen gibt, der so dermaßen switchen kann zwischen zwei Persönlichkeiten, ne? Auf der einen Seite nett und freundlich und ist da sehr, sehr zuvorkommend. Und auf der anderen Seite plötzlich merkst du, das ist genau das Gegenteil gewesen von dem, was er dir gezeigt hat. Ne? Sowas in der Art. Da musst du tatsächlich irgendwie gucken. Hier geht es auch so ein bisschen um einen Reifungsprozess. Ne? Du bist quasi irgendwie auch ein bisschen in dein Unglück reingelaufen, aber die Täuschung wirkte auch sehr, sehr, sehr gut. Das muss man sagen. Ne? Okay. Und woher soll man Dinge wissen, wenn man sie noch nie selber als persönliche Erfahrung gemacht hat? Das muss man jetzt auch immer deutlich sagen. Jetzt haben wir hier mit den 8 Kelchen einen gewissen Rückzug. Es kann sein, dass hier eine Täuschung auffällt, dass du hier damit zu tun hast, dass du einfach merkst, okay, da ist eine Falschheit gewesen, dich auch ein bisschen ärgerst, weil du da in die Falle getappt bist, aber hier werden Schlüsse gezogen. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich von dieser Person abwenden, du möchtest mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, dann ja, würde ich dir das auf jeden Fall raten, ne? Das hier ist eine typische Karte von wegen, dreh dich um und geh weg. Auch wenn es ein bisschen bisschen Trauer beinhaltet, auch wenn es ein bisschen so ein Abschiedsschmerz beinhaltet, aber geh da weg. Ne? Das ist so eine ganz typische, ganz klassische, sehr eindeutige Karte. Ja, was du dann letztendlich selber machst, musst du natürlich auch immer selber entscheiden. Du bist selber in der Position, dass du dein Leben bestimmst. Wenn du so einen Menschen natürlich weiter in deinem Leben behalten möchtest, dann ist das so, dann, aber wie gesagt, du darfst das alles selber entscheiden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen.